Meister Chen, Meister Chen, die Ninjas sind entkommen. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, Schlange. Und du hast nicht gerade die beste Figur abgegeben. Das sagt genau der Richtige. Ich dachte, ihr seid der mächtige Meister Chen. Euch muss ich ja sogar erst aus dem eigenen Verlies befreien. Nicht sehr meisterhaft, muss ich sagen. Verdammte Schlange. Vorsicht, Schlange. Pass auf, was du sagst. Übertreib's nicht. Puh, das war knapp sehen, was? Den Anacon 3 haben wir sauber gezeigt. Ja, Bruder, die anderen werden staunen, wenn wir ihnen den Schatz nach Hause bringen. Die Anacon 3, die werden sich so schnell nicht mehr zeigen. Die werden noch eine Weile brauchen, um sich von dem Schock zu erholen. Na, hoffentlich. Ich habe erstmal genug von Schlangen und Tempeln im Dschungel. Kommen wir beeilen, uns aus diesem Dschungel rauszukommen und dann nichts wie auf nach Ninjago City. Wir holen uns jetzt den Schatz wieder. Diese Schmach kann ich nicht auf dem Tempel der Anacon 3 sitzen lassen. Ach ja? Und wie wollen wir das anstellen? Einfach den Ninjas nachlaufen vielleicht? Super Plan. Natürlich nicht, du Dummkopf. Ich hätte man gar nicht erst wiederbeleben sollen. Schon gut, war nicht so gemein, Schlange. Ich werde den Destructoid rufen. Mit der Unterstützung von General Krypto und seinen Androiden können wir die Ninjas vielleicht noch einholen und ihnen den Schatz entreißen. Das könnte funktionieren, aber dann werden wir dem General vielleicht auch etwas von dem Schatz abgeben müssen, Chen. Na, dann ist das eben so. Besser so als gar kein Schatz. Außerdem, vielleicht können wir den General auch noch überlisten. Lass mich nur machen. Ich bin ungeduldig. Der General sollte eigentlich gleich hier sein. Ich glaube, ich höre schon etwas. Der Boden vibriert. Das muss der Destructoid sein. Ich kann es kaum erwarten. Diesen Ninjas werden wir es zeigen. Haha, grüß dich, Chen. Grüß dich, Schlange. Ihr habt gerufen, hier sind wir. Los, komm raus, Mindroid. Ja, Meister. So, ihr habt euch also von zwei Ninjas übertölpeln lassen. Und ihr, Meister Chen, habt euch sogar einsperren lassen. Im eigenen Tempel. Strapaziert nicht meine Geduld, General. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für doofe Witze. Na gut, was wollt ihr denn jetzt von mir? Die Ninjas haben unseren Schatz gestohlen. Den wollen wir uns wiederholen. Sie haben allerdings einen Vorsprung, aber mit eurem Destructoid können wir sie noch einholen, bevor sie Ninjago City erreicht haben. Wenn sie es dorthin schaffen, dann ist der Schatz verloren. Und wieso sollte ich euch helfen? Was springt für mich dabei raus? Ich hab euch doch gesagt, der General ist gierig. Schon gut, General. Du wirst einen Teil des Schatzes bekommen. Wenn die Ninjas dafür eine Abreibung bekommen, dann ist es das mir wert. Alles klar, ich helfe euch. Eine Abreibung für die Ninjas, das gefällt mir auch. Wenn ihr uns die Ninjas bringt, dann bekommt ihr die Hälfte des Schatzes. Okay, na dann los. Mindroid, auf den Destructoid mit dir. Ja, Meister. Kannst du irgendwas entdecken, Mindroid? Nein, General. Das war ja klar, warum frage ich dich eigentlich? Ich glaube, ich sehe da hinten etwas Buntes. Das müssen die Ninjas sein. Wir haben es bald geschafft, Jay. Ich kenne den Ort hier, es ist nicht mehr weit. Beeilen wir uns. Ich versuche es ja, aber es ist gar nicht so leicht. Guck doch mal, hier liegen überall Äste und Zweige. Hä? Warte mal. Ich glaube, ich höre irgendwas, oder? Sei mal ruhig. Ja, ich höre auch was. Was mag das sein? Ich weiß auch nicht, aber lass uns lieber schnell verschwinden. Nicht, dass wir am Ende noch den Schatz verlieren. Dann wäre alles umsonst gewesen. Ich glaube, es ist ein Fahrzeug. Wow, wirklich? Darauf wäre ich nicht gekommen. Na klar ist das ein Fahrzeug. Los, weg hier. Ich weiß nicht, ob das ein Freund oder ein Feind ist. Ich sehe sie. Schneller, Mindroid. Ja, Chef. Das schaffen wir nicht. Die sind schneller. Moment, oh Gott, ich kann es erkennen.
Das ist der Destructoid von General Kryptor. Fahr schneller, Minduit! Oh Gott, auch das noch. Nein, lass uns lieber den Schatz verstecken und dem General eine Falle stellen. Gute Idee. Besser wir kämpfen. Weglaufen ist keine Option. Außerdem, wir sind ja Ninjas. Wie soll das auch aussehen? Ganz genau. Los, ich habe einen Plan. Lass uns erstmal hinter dem Baum da verstecken. Na los, dann lass mal hören einen Plan. Wird langsam Zeit, oder? Ja, pass auf, Jay. Wir lassen den Schatz einfach hier stehen. Dann klettern wir auf die Bäume und warten, bis der General ausgestiegen ist. Dann springen wir einfach auf den Destructoid und greifen ihn mit seiner eigenen Waffe an. Alles klar, hört sich doch gut an. Los geht's. Ja, sag ich doch, dass sich das gut anhört. Wo sind sie denn plötzlich hin? Ich kann sie nicht mehr sehen. Sieht so aus, als wären sie abgehauen. Schade, ich hatte mich schon auf ein kleines Kämpfchen gefreut. Naja, die Ninjas sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Na, wenigstens haben sie den Schatz hier gelassen. Den hole ich mir jetzt. Okay, Chef. Warum sollen wir uns denn überhaupt mit den Anakon 3 teilen? Wir schnappen uns den Schatz und hauen ab. Toller Plan, Chef. Ich bin reich. Ja, natürlich nur du, Chef. Haha, siehst du, der General hat den Köder geschluckt. Zeit zum Absprung. Alles klar. Punktlandung. So, Roboter, jetzt gibt's auf die Nuss. Zwei gegen ein. Meister, Hilfe. Dir hilft keiner mehr. Gute Arbeit, Jay. Los, du steuerst den Destructoiden. Ich werf mich ins Geschehen und mach den General fertig. Alles klar, Bruder. Mit Vergnügen. Zeig mal, was du kannst. So, General, jetzt geht's ja in den Kragen. Du hast dich mit den Falschen angelegt. Die würde ich erst fürchten lernen. Verdammter Ninja. Dich nehme ich auseinander, Mini-Roboter. Krypto, dir werde ich zeigen. Ich habe hier noch was für dich, Mindroid. Ninja Go! Das hast du nicht umsonst gemacht, Ninja. Haha, ein Trick habe ich noch, Mindroid. Zayn, Minimi ist besiegt. Kümmere dich um Kryptor. Komm her, zack. Ich habe die Macht der Elemente auf meiner Seite. Das war's für dich. Tschüss, Krypta, das war's. Das soll euch eine Lehre sein, Roboter. Geht zurück zu eurem Schlangenmeister.
Gute Arbeit, Zane. Bist wieder über dich hinausgewachsen, ne? Spring auf, Zane, wir fahren. Gutes Timing, Jay. Auf nach Ninjago City. Das war unsere Ninjago-Geschichte, Angriff von General Kryptor. Klickt hier für mehr tolle Geschichten.